Der heute vorgelegte Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit zeigt, dass vieles auf dem Weg der gemeinsamen Vereinigung von Ost und West bereits erreicht wurde. Auf vieles können wir auch stolz sein, es bleiben aber immer noch Herausforderungen. Es bleiben Herausforderungen im Strukturwandel, gerade in den ländlichen Regionen, und die aktuelle Corona-Krise zeigt es zum Teil auch, dass gerade die Unternehmen im Osten teilweise noch weniger Rückhalt haben und noch weniger Rücklagen haben und die wirtschaftliche Entwicklung da noch schwieriger ist. Wir sehen mit Sorge die Aussagen zum Thema Demokratie und Glauben an die Demokratie im aktuellen Bericht, denn das ist die Grundvoraussetzung für unser Zusammenleben und das ist eine Aufgabe an Politik im Ganzen, an Parteien, an das Bildungssystem, an die Zivilgesellschaft, hier weiter aufzuklären und dafür zu sorgen, dass sich diese Zahlen ändern und das Vertrauen in die Demokratie und auch in die Möglichkeit, Dinge durchzusetzen, möglich werden. Auf der anderen Seite gibt es genügend ähnliche Befragungen, die auch ins Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft ein Stück weit niedriger im Osten bewerten als im Westen. Auch das muss uns zu denken geben, denn das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft und damit auch das Aufstiegsversprechen vor 30 Jahren auch an die Menschen im Osten unseres Landes, das müssen wir wieder mit Leben erfüllen, denn es scheint so zu sein, dass der ein oder andere nicht der Meinung ist, dass er selbst in der Hand hat, was aus seinem Leben zu machen, und das, diesen Glauben daran müssen wir den Menschen zurückgeben. Das hat im großen Teil auch etwas mit Eigentumsstrukturen zu tun, denn Eigentum und dies auch im Wohneigentum oder auch Eigentum an Unternehmen zu haben, ist ein Teil von sozialer Marktwirtschaft und führt eben auch zu Wohlstand in den Regionen. Und da sehen wir halt aktuell noch eine sehr, sehr starke Unterscheidung von den Besitzverhältnissen im Osten und im Westen. Und das muss sich langfristig ändern. Und dafür ist es umso wichtiger, die Menschen im Osten unseres Landes dazu zu bringen, Unternehmertum voranzubringen, Firmen zu gründen, selbst aktiv zu werden, damit ein eigener, gesunder Mittelstand entsteht. Und denn die DAX-Konzerne, das werden wir uns nicht wünschen können, die kommen nicht künstlich in den Osten, so wie wir ja auch in den letzten 30 Jahren gemerkt haben, dass man Wirtschaftswachstum nicht herbei fördern kann. Also der Strukturwandel zum Beispiel in vielen Regionen kann genutzt werden für jetzt Aufschwung und durchaus als Chance verstanden werden. Wir fordern hier die Freiheitszonen, also Zonen, in denen es niedrigere Steuern, weniger Bürokratie gibt, um Unternehmertum im Osten voranzubringen. Und letztes Thema, was auch uns mit großer Sorge erfasst, ist das Thema Rechtsextremismus und die Tatsache, dass im Osten da größeres Verständnis und mehr Leute sind, die sich in diese Richtung entwickeln. Auch hier ist die Zivilgesellschaft, die Parteien, die Politik gefragt, die Öffentlichkeit dort gegenzusteuern, eben zu zeigen, dass das der falsche Weg ist und dass im Zusammenhang mit Glaube an Demokratie und an soziale Marktwirtschaft wie noch viel vor uns liegt und die nächsten Jahre zeigen werden, wie dieses Land weiter zusammenwächst. Ich würde noch eine Nachfrage stellen, und zwar, können Sie mal kurz zusammenfassen, wie weit sind wir 30 Jahre deutsche Einheit gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch? Ja. Muss der Osten auch noch wirklich auch noch bevorzugt werden, auch zum Beispiel Stichwort Tesla? Also wir sind bei den Rahmendaten auf einem sehr, sehr guten Weg, nur die sind sehr oft nicht nur bedingt aussagekräftig, weil sie dann, wenn sie den Einzelnen fragen, doch ein anderes Ergebnis haben, als dass sich die Einkommen angliedern. Auf der Vermögensseite sieht es noch ganz, ganz anders aus und das wird sich über die nächsten Generationen auch so fortsetzen, weil wir aktuell in einer Zeit sind, wo viel, viel vererbt wird. Aber da ist auch quasi ein klarer Schwerpunkt im Westen unseres Landes. Das kann man nicht politisch bestimmen. Man kann aber die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass eben auch Vermögen im Osten entsteht, dass Menschen auch dort Eigentum erwerben. Vielleicht hat man einen Fehler gemacht, auch dass nicht viel, viel mehr Menschen im Osten Wohneigentum ihr eigen nennen, sondern dass viele große Wohnungsgenossenschaften, Wohnungsgesellschaften besitzen, weil das schon ein Schritt ist, eben zum Beispiel auch an Markt- oder Wertsteigerung im Immobilienbereich zu partizipieren und damit auch an die soziale Marktwirtschaft zu glauben. Außerdem, das haben Sie ja auch schon gerade angesprochen, Marco Wanderwitz, sagte, er macht sich sehr große Sorgen um das mangelnde Demokratieverständnis in neuen Ländern. Macht Ihnen das auch so? Naja, das als Vorsitzender auch eines Landesverbandes im politischen Raum weiß ich, wie gering die Organisationsquote ist und wie wenig Leute sich zum einen politisch engagieren. Das heißt gar nicht unbedingt nur in Parteien, sondern eben auch die Mitarbeit in Verbänden, in Vereinen ist weitaus geringer als im Westen unseres Landes. Das heißt, es scheint nicht der wirkliche Glaube daran da zu sein, dass man etwas ändern kann durch persönliches Engagement, durch Suchen von Mehrheiten.
Und das ist eine Aufgabe, die sehr, sehr breit gefächert ist, die eben, wie ich sagte, im Bildungssystem beginnt, aber auch die Zivilgesellschaft, Verbände, Vereine, Parteien müssen hier gucken, was müssen wir vielleicht auch anders machen? Wie können wir erklären, dass die Demokratie, in der wir leben, ein hohes Gut ist und dass uns das wahrscheinlich in großen Teilen gar nicht so bewusst ist? Vielen Dank.